Willkommen zurück zu Spyro 3. Ja, weiter geht's mit diesem Level hier, mit dem Affen. Oh, lass es bitte nicht wieder in der Ich-Perspektive irgendwas sein oder so. Der Sheriff hat mir versprochen, ich könnte Hilfs-Sheriff werden. Und deshalb helfe ich mal, die Dinosaurier zu vertreiben. Ich ahne was Schlimmes. So, ich glaube, um die Steine, na, wir reden das mal. Wenn du dich nur kurz beruhigen und mit dem Geschrei aufhören würdest, dann könnte ich dir erzählen, was hier los ist. Die Bailey-Bande hat sich in dem Gebäude da drüben verschanzt. Du musst da rein und sie vertreiben. Mhm. Dann viel Glück. Ja. Schön. Ah ja. Oh je. Ach ja, man muss aufpassen, bevor die... Ja, die Steine kümmere ich mich später. Oh nein, Dynamitfuzzi! Oh nein, wenn man die blauen sieht, die muss man sofort. Das geht von alleine, ich laufe hier gar nicht. Nein, blaue, 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 weg! Nein, man kann nichts machen, wenn man von Dynamit getroffen wird. Boah, das ist ja wie bei, kennt ihr das? Resident Evil Chronicles? Nein, und das war's schon, ne? Ja, jetzt habe ich noch einen Punkt. Prima. Das schaffe ich doch nie. Blauen, die muss man, bevor die ihr Dynamit schmeißen. Ja, er hat mich erledigt. Oh, das ist nicht leicht, weil man kann selber nicht so hier, ne? Ja, ich bewege mich mal so. Muss ich den jetzt wieder anquatschen? Ja, verdammt hier. Ich weiß. Was denn? Dann viel Glück. Okay. Boah, das ist nicht einfach. Ach, zwei waren da. Oh, man kann hier die Scheiben kaputt schießen. Jetzt rum. Der blaue. Ah, nee, die sind genauso gefährlich, die anderen. Oh, nee, guck mal, wir haben jetzt schon nur noch einen. Oh, nee, da war es ja beim anderen Mal besser. Oh, ja, werden wir gleich nochmal machen können. Kann ich hier irgendwie... Ah ne, da ist Gebiet verlassen dann. Ja, das war's schon wieder. Oh je, oh je, oh je. Also was habe ich mich hier eingelassen? Diese verdammte Bailey. Kann ich hier einfach... Dann viel Glück. Okay. Könntest du mal... Okay, mit der Zeit weiß man ja, wo die kommen. Muss ich einfach nur konzentrieren, bevor die schießen. Okay, ich hoffe mal, ich kann nachher auch noch hier, bevor die schießen. Nein! 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 Das ist so scheiße, wenn die einmal Dynamit schmeißen, man kann nicht ausweichen, gar nichts. Und ich denke mal, da kommt bestimmt noch eine fiesere Stelle. Thank you.
Ne, da oben war einer. Ach du liebe Kacke. Ja, in welche Richtung jetzt? Ach, hier haben wir einen Könnerpunkt gekriegt. Okay. Oh, nee, ey. Blaue. Ich das schon sehe. Ich kann auch nicht mal das Dynamit abschießen. Habe ich jetzt Punkte dazu gekriegt gehabt? Ja, das war's schon wieder. Und ich muss immer wieder von vorne anfangen, ne? Ach, ist das ätzend, Leute. Ja, leck mich. Ich gehe trotzdem. Dann viel Glück. Ja, dir nicht. Dir wünsche ich kein Glück. Ich glaube, die habe ich schon. Scheißhaufen hier. Ich glaube, das ist auch wieder so eine Trainingssache. Man wird mit der Zeit besser. Ah. Mal Luft rein hier in den Kacklan. So, der erste ist hier. Ja, das konnte ich nicht vermeiden. So, jetzt Mitte. Das ging eigentlich hier noch. Und das da vorne eigentlich auch. Mal schon mal schießen. Jetzt kommt der Könnerpunkt, da kriegen wir wieder volles Leben. Nein, der war da hinten, der rote. Oh nee, den habe ich vorhin durch Zufall nur getroffen. Oh nein. Ja, den muss man haben, den Könnerpunkt. Diese verdammte Bailey-Bande. Das ist bis jetzt schon, Dann. Ja, mein Hass-Level, also bis jetzt. Ich mag so eine Art von Spiele auch nicht. Schubst du mal? Wieso haben wir denn jetzt nur 75? Wurde ich schon einmal getroffen? Ja, jetzt. Also der Könnerpunkt ist auf jeden Fall wichtig. Bisschen konzentrieren, dann klappt das schon. Alter, was soll denn das? Ein, das schaffen wir nicht. Ich
meine, hiernach kommt gleich der Könnerpunkt, glaube ich. Aber das schaffen wir nicht, weil der, weil die anderen uns dann treffen. Okay, haben wir Schwein gehabt, aber wie viel haben wir? Ja, 25. Na, das ist schon aussichtslos hier. Ja, da alleine da schon durch das, ne? Oh Leute, ich will das nicht machen. Oh nee. Diese verdammte. Das ist, dann viel Glück. Man kann auch nicht ausweichen, nichts. Einfach nur schießen. Jetzt triff doch mal. ...50 Leben bloß noch. Ja, und gleich zweimal Dynamit. Alter Schwede. Das ist nicht schön. Ah, ich müsste versuchen eigentlich, na gut, hier ist noch nicht so schlimm. Da gibt's ja dann den Könnerpunkt. Hab ich gewusst, zieh die nach da, kommt der von da. Da oben war einer. Ach, das ist der springt eh runter. Ach, ein Punkt habe ich noch. Ja. Oh, wie soll ich das denn wieder schaffen, ey? Ja, das war gut. Das war jetzt gut, muss ich sagen. So, als erstes kommen die von hier, ne? Ich hab doch den getroffen. Ey, sag mal. Ich hab den mit dem Dynamit hier vorne links getroffen, ein paar Mal in die Richtung geschossen. Also das Spiel muss dann auch ordentlich reagieren. Das regt mich schon wieder auf. Sorry dafür. Dann viel Glück. Jetzt verschwende ich den ganzen Part nur an dieses Kackaffending hier. Weg. So, und hier muss ich auch aufpassen. Der hier. Der reicht mir langsam hier. 75 habe ich bloß. Wieso fange ich nicht mit 100 an, wenn ich schon sterbe? Ist auch so eine Scheiße. Soll man denn so schnell? Also. Mitte. Und wer weiß, was da noch alles kommt. Ja, diesmal war ich hier schlechter. Muss ich schon zugehen. Aber ich habe wenigstens noch... Noch habe ich. Ja, und da hat es mich schon wieder weggeledert. Ah, Mann, ey. Ich sehe noch kommen, dass ich das offscreen machen muss, Leute. Aber sorry dafür. Ich würde es euch natürlich gerne zeigen.
Aber ihr seht ja selber, wie scheiße das hier ist. Vielleicht ist es auch gar nicht so schwer. Vielleicht stelle ich mich auch nur so blöde an. Kann natürlich auch sein. So, hier so, ne? Hier ist der erste. Ja, da kommt einer mit Dynamit von da und von da. Hm. Wirst du mich nicht treffen. So, jetzt, wenn es hier jetzt reibungslos klappt, da wäre ich froh. Der hat mich getroffen. Scheiße. Und der hat mit einmal schießen... hat er... 25 abgezogen. Ist doch unfair. Aber wenigstens hat das ordentlich geklappt, ey. So, jetzt der Linke hier. Der Linke, ne? Der eine. Der hier. Diesmal haben wir ihn. Alter Schwede. Alter, ein Leben noch. Ich hab's geschafft. Nicht, warum die Bailey-Bande so hinter dem Ei her war. Das sieht ihnen gar nicht ähnlich. Jemand muss sie darauf angesetzt haben. Mit einem Überlebenspunkt. Also das war jetzt hier nicht mein Ding, muss ich ehrlich zugeben. Deswegen habe ich auch noch nie... Ich habe ja von Resident Evil fast alle Teile gemacht, bis auf den 7. Aber den 7. habe ich schon da oben stehen. Der kommt auch irgendwann. Für die PS4. Aber hier Resident Evil Chronicles, ne, habe ich ja, habe ich zwar, aber nee, das ist einfach, ich habe das angespielt und glaubt mir, ich bin da auch nicht sehr weit gekommen. Ist einfach nicht mein Ding, so und sowas, wo man automatisch nicht laufen kann und nur schießen. Kann man denn hier die... Nee, kann man nicht. Denk mal, hier war alles, ne? Okay, hier kann man auch kaputt machen. Kann ich denn... Aber hier sieht es aus, als ob da der Tod wäre. Ja, die konnte man auch kaputt machen. Aber kommen wir eh da hinten raus. Hm. So, naja, bin ich ja froh, dass ich euch doch zeigen konnte hier, dass ich das nicht offscreen machen musste. So, haben wir hier hinten, haben wir natürlich auch noch was. Trifft doch hier diese Scheißkiste, da ist sogar noch ein Ei. Ja, ich habe keinen Sparks, muss alles alleine einsammeln. So ein Mist. So, Ei, her damit. Sergio. Oder so ähnlich. Ah, Eier haben wir jedenfalls alle in dem Level. Jetzt fehlen ja bloß noch die Steine. Alter, wieso komme ich hier nicht mehr... Ach so. Mit ein bisschen Anlauf. Scheiß Welt.
Eigentlich finde ich den Style hier, also westernmäßig, finde ich eigentlich richtig geil, ne? Ist eigentlich richtig geil, aber ist alles kaputt hier. Aber hier, wie man mit dem... Ich hätte lieber so hier, so wäre ich rumgerannt und hätte die lieber abgeballert. Ich ganz ehrlich. So, da ist der Tod. Aber wir müssten eigentlich dann alle Steine finden hier, oder? Oder gab es hier noch ein Geheimnis? Nee, gibt es noch welche. Oder natürlich in der aktuellen Welt vorne. Könnte natürlich auch sein. Ich kann hier noch mal zwar... Ah, hier ist noch eine Scheibe. Aha. Noch ein Zehner. Jetzt haben wir alle. Wunderbar. Ist ja wunderbar. Level geschafft. Oh Gott, ich habe schon gedacht, ich werde hier zur Wildsau. Nee, nee, ich hoffe nicht, dass hier nochmal irgendwas... Aber ich habe schon gelesen, hier, Moment, ich kann euch mal zeigen. Ich hatte euch doch mal erzählt, dass ich mich erinnert habe an irgend so ein Lava-Level. Was hier richtig mies ist. Und ich glaube, das ist hier die spuckende Gruft, wo ich vom Frühjahr noch richtig schlechte Erinnerungen hatte. Boah. Ja, Kristallinsel, Wüstenruinen. Ich weiß noch nicht, was wir als nächstes machen. Auf jeden Fall im nächsten Part erst. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich einen ganzen Part hier für das hier brauche. Ja, 85% haben wir. Naja, geht voran. Aber die Hauptsache geschafft, ne? Egal, ob ein Part mehr. Da, tschüss. Nur jetzt noch schnell zum Ausgang. War der hier? Der Ausgang war hier. Ah, ich brauche... Sorry. War hier nicht noch irgendwo eine? Könnten wir auch in im Dings holen. 700. 6500. Super. Wer weiß, ob Geldsack nochmal kommt. Aber ich glaube nicht, ne? Oder? So, jetzt heißt es hier erstmal für Sparky wieder. Ja, bei dem Level konnte man auch nie abschätzen, wo sie einen getroffen haben. Da kann ja jetzt einmal mehr getroffen werden, ne? Aber da war es ja so in Zahlen. Das war ja eben anders. Blöd. So, ja, das können wir noch nicht machen. Okay, das können wir noch nicht machen. Dann frage ich mich gerade. War hier, hier war auch eins, okay. War das eventuell der spuckende? Ja, das war der... Spuckende Gruft. Ich denke mal, da ist das ist das. Ich glaube, das ist das. Geh mal weg. Könnte sein, dass wir das machen. Ne? Vielleicht entscheide ich mich aber noch mal um und wir machen das da hinten bei dem Helm. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Und da drüben ist, glaube ich, der Anfang. Na gut, Leute, dann sage ich mal tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Spyro 3 und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.